EA Sports. It's in the game. Hallo, ja. Hallo Leute, hier ist wieder Lance Soro und willkommen zu diesem Let's Show, wie auch immer, von FIFA 14. Ich bin, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, ich bin nicht der übelste Pro in diesem Spiel, aber es macht mir schon viel Spaß teilweise. Weil es ist ein relativ realistisches Fußballspiel und ja, ich mag vor allem, dass man sich eigene Teams erstellen kann. Und zwar ziemlich gut ist das mögliche online. Wenn ich mal kurz hier auf den aufs Creation Center hinweisen dürfte. Moment. Ja, mach hin! Egal. Also runtergeladen habe ich mir Japan, hat jemand anders erstellt. Superkicker hat mein Bruder erstellt. Und Seranien habe ich erstellt. Dann haben wir hier noch einen Spieler von Seranien, den kann ich theoretisch jetzt auch wieder wegschmeißen, aber ist egal. Und dann haben wir hier auch, ja, die J-League, die ich mir runtergeladen habe, weil irgendjemand so freundlich war, sie zu erstellen. Und ja. Wir fangen einfach mal an, indem ich mein Team vorstelle. Ich würde manchmal hier gerne auch irgendwie Zufall einstellen können, vom dass ich einfach einen zufälligen Gegner zugewiesen kriege. Aber ich nehme jetzt einfach irgendeine Nationalmannschaft als Gegner. Moment. Oh ja, Deutschland, warum nicht? Deutschland hat hier eine ganz grausame Startaufstellung drin. Und Klose ist noch nicht mal auf der Ersatzbank. Nicht mal auf der Reservebank. Puh, irgendwie ein Gegner, der meiner würdig ist. Bin im Holland. Holland ist in Ordnung, denke ich. Hier, dargestellt Gitan. Ich habe ja auch schon mal, ja, nehmen wir das Auswärtstrikot, oder? Das dritte ist hässlich, von daher, ja. Da will ich noch ein bisschen dran arbeiten an den Trikots, aber es geht schon so, glaube ich. Okay. Mein Team habe ich ja auch schon mal gezeigt im Rahmen meines, oder eigentlich hauptsächlich habe ich das gezeigt in meinem, FIFA 08 Let's Play, Let's Show auf dem DS. So, jetzt müssen wir erstmal die Spieler durchgehen. Wir haben im Tor natürlich Jake Claw. Dann Dave Hawkins in der Abwehr rechts außen. Rick Ace, den kopfballstarken kleinen jungen Typ. John Corsa, den Mannschaftskapitän, der schon etwas älter ist. Muff Adis links außen. Aber da kann natürlich auch Danner spielen, ist klar, aber gut. Paul Jisoo habe ich jetzt gerade defensiv. Mal schauen, ob ich das noch tausche. Julian Storm, Richard Tinyball, Gitan, Six Steel. Und Dan Shark. Dann haben wir James Bat, Mike Warshot, Marius Iceman, Pete Seiner, Jean Hassel, Kazuka, Ike Racer, Josh Danner, Sergei Zukovic, Christian Tube, ich glaube so hieß er, Ryan Sohano und Hans Boja und Thorsten Helm. Ja, aber ich denke, die auf der Ersatzbank, die sind teilweise auch zu jung, die beiden hier, Sohano und Zukovic und Tube. Obwohl, Tube könnte ich auf die Bank setzen, glaube ich. Statt Bad heute mal. Ja. Irgendwen aus der Startaufstellung vielleicht? Ich könnte Jisoo, glaube ich, mal erstmal draußen lassen. Warum nicht gleich für Tube? oder haben wir noch einen? Wir tun da erstmal Danner hin. Das geht schon alles so. Ah, das sieht cool aus. Coole Disziplin. Nein, du bist daneben. Du bist ein Nichts, du bist eine Null. Ups. Nein. 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 Ja, fast. Nein. Nein. Jawohl. Nein. Nein. Und? Jawohl. Ja, das kriegen wir noch besser hin, oder? Oder ist das schon draußen? Nee, eigentlich nicht. Komm, machen wir nochmal. Ich mag diese Testspiele, das ist gerade besonders cool. Also manche sind jetzt auch dabei, die ganz so cool sind. Aber, ach.
die Grünen? Ja. Nee, nee, nochmal. Komm, der ist drin. Guck mal nur. Nein. Nein. Ja, gut. Wie gesagt, ich bin nicht der Tor in diesem Spiel. Würde ich verarschen. Mach mal nur. Okay. Wollte mich verarschen. Wieso geht das nicht rein? Wieso geht das? Boah, dieses Spiel. Es stresst mich. Ich werde das jetzt einfach vorspulen. An der Stelle. Dass ihr seht, wie schlecht ich versage. Schön Stil. Gleich können wir mit unserem Aufbau Spiel beginnen. Ja, klasse. Da kannst du jetzt drüber nachdenken, Julian. Kannst du richtig drüber nachdenken, was du falsch gemacht hast. Das war nämlich einiges. Das war besser. Das war nicht so gut. Und da müsste eigentlich einer hin. Das hat mir nicht gefallen. Zaino spielt ja gar nicht. Ich lasse den auch nicht mehr spielen. Ich kann ihn nicht mehr leiden irgendwie. Obwohl in FIFA 08 konnte ich ihn irgendwann auch nicht mehr leiden. Ich weiß gar nicht warum. Es war jetzt eine gefährliche Situation, aber es geht. Ah! Ja Leute, da habt ihr euch ja wieder super. Ach scheiße, es ist Robben, ne? Ja. Der darf natürlich. Pass bloß auf. Bloß aufpassen, Freunde. Ich habe euch nicht so gut eingestellt, damit ihr den Ball so leichtsinnig verliert. Es wird mir ja immer vorgeworfen, ich hätte die viel zu sehr eingestellt und ich wäre voll der Noob. Das stimmt auch. Nein. Die sind halt so gut. Das tut mir leid. Das war in meiner Vorstellung so, dass ich die beste Mannschaft der Welt habe. Und dies ist nur mal die beste Mannschaft der Welt. Und ich habe ja jetzt auch nicht überall 100, 100, 100, also 99, 99, 99 eingestellt. Sondern die haben ja schon eigene Stärken und, naja, Schwächen jetzt nicht. Aber, Sachen, wo sie weniger gut sind als andere ihres Teams. Ich habe bestimmt auch keinen, der irgendwie einen Ausdauer 99 hat. Ich könnte mich zumindest nicht erinnern. Also ich habe es versucht, im übertriebenen, aber nicht im zu übertriebenen Rahmen zu haben. Schöner Pass von Shark, obwohl er eigentlich ein bisschen vorhersehbar war, wie ich fand. Ah. So, ihm fehlt noch ein bisschen die Leichtigkeit in diesem Spiel, sehe ich schon. Oh, oh. Oh, 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 oh. Da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Da bin ich auf Y gekommen, anstatt, ich glaube, B wollte ich drücken, ne? Ja. Also, ich hab, weiß gar nicht, wie das jetzt, was für Tasten das jetzt sind. Ich benenne sie einfach, nach der Nintendo-Steuerung, die ich habe. Ich habe sowieso eine ganz komische Steuerung hier eingestellt. Titan, das war schlecht. Okay, ich war schlecht, aber so ein bisschen sind die Spieler auch schuld. Weil in dem Spiel ist es leider auch so, dass man keine Schüsse aus der Drehung machen kann. Deswegen klappt dieses Zurücklegen und so weiter, wie ich es gerade wieder mal versucht habe, erfolglos, wie man sah, nicht so gut. Da braucht's, wenn man das machen will, dann muss man schon irgendwie ein bisschen bessere. So, ich zieh einfach mal drauf. Es ist ja nicht, es kostet ja nichts, ne? Hui, war gar nicht so schlecht, wäre drin gewesen. Aber gut, was erwartet man auch, ne? So, Hawkins. Oh je. Das war wahrscheinlich die beste Flanke, die ich in meinem verdammten FIFA-Karriereleben jemals geschlagen habe. Echt, ich bin eigentlich lausig in solchen Sachen. Und die geht einfach perfekt auf seinen Kopf. Ich meine, dann ist es auch kein großes Spektakel mehr gegen die kopfballschwachen Innenverteidiger der Niederländer, okay. Aber,
Sind die Kopfballschwach? Ich glaube schon. Sonst wäre es nicht so einfach gewesen, oder? Andererseits, na doch schon. Ja, Corsa, da musst du dir das nächste Mal überlegen, wann du rauskommst und wann nicht. Beziehungsweise ich muss mir jetzt überlegen, wenn ich ihn spiele. Das ist mir jetzt auch egal. Und... Titan hat auf jeden Fall bisher die meisten Sachen, die zu gefährlichen Chancen geführt haben, ne? Muss man sagen. Das war schwach von Robben. Aber kann mir ja recht sein. Das war schwach von Shark. Oder es geht. Na, nee, war schwach. Na, ah, Missverständnis. Und blöd gepasst. Wenn beides zusammenkommt, dann ist es natürlich noch ein Stück schwieriger, als wenn eins davon nur ist. Und zack, Chitan ist hier offenbar heute der Matchwinner. Er zögert da auch nicht lang, wenn er sieht, da hat er Platz, dann zaubert er einen seiner Kunstschüsse da drüber. Genau. Da Storm, der hängen bleibt, aber da, zack. Na, ein bisschen zu lang hat er sogar gezögert für meinen Geschmack. Aber es hat ja funktioniert, also warum nicht? Was cool ist, ist einfach, dass sie so unfassbar schnell sind. Das gefällt mir schon sehr. Ich meine, das ist ja somit auch das beste Team, was es so in FIFA gibt. Sogar noch besser als die klassische Elf. Und die ist schon verdammt gut. Aus irgendeinem Grund. Ah! Schade. Den kann er natürlich nicht so leicht durchstecken, wie er sich das wünscht. So, Storm, geh einfach mal drauf. Storm, du bist ein lausiger Zweikämpfer inzwischen. Das passt nicht. Zu einem, der den Namen eines Sturmes trägt. Und eigentlich auch so spielen sollte. Ah. Was war das für ein dummer Pass? Den habe ich ganz anders gesagt. Also nicht nur gesagt, sondern auch gedacht. Wie auch immer. Gesagt meine ich immer, wenn ich irgendwie was... Was? Was ist denn? Was war denn? Egal. Tan will einfach nochmal draufschießen. Ja, Freistöße kann ich auch nicht. Das hätte ich vielleicht davor sagen können. Aber es ist einfach so. So diese Spezial... Ich denke, es ist auch gar nicht so schwierig, wenn man sich mal reinfindet. Ja, Mist. Den Pass habe ich viel zu früh gegeben, aber... Naja. Also, ich denke bis hierhin jetzt noch nicht. Oh, ich habe ein paar Zweikämpfe mehr gewonnen. Ecken hatte ich eine... Schüsse aufs Tor hatte ich viel. Ja, ich denke, ich habe sie trotzdem ganz gut vom Tor ferngehalten. Ist jetzt auch nicht so schwer, aber ja. Passt. Na gut. Zu viel gedacht, zu wenig gemacht oder so. Ah, ne, stimmt. Jetzt gerade, wo ich nachdenke, Chitan hat ja gar nicht die Eckstoßflagge geschlagen. Das war ja Hawkins. Ne? War ja. Oh, ja. Der ist verkrüppelt irgendwie. Auf dem Weg zum Tor. Irgendwie, ich spiele gerade nicht so, wie ich spielen will. Zu viele Fehlpässe, das ist alles nichts. Aber ich bin auch noch ein bisschen müde gerade, also
Den Lauf solltest du eigentlich gar nicht spielen, aber. Nein! Die kriegen es nie hin, den Ball so zu machen, so cool anzunehmen und dann, wie ich das will. Ich versuch's trotzdem immer wieder, weil ich vergesse irgendwie. Oder weil ich immer darauf hoffe, dass es trotzdem mal klappt. Keine Ahnung. Mit welchem psychokalischen Phänomen das zu erklären ist. Boah, scheiße. Ich finde, das ist rote Karte auf jeden Fall. Ah, Mist. Teilweise denken solche Spieler einfach zu viel. Obwohl ich mir immer wünschen würde, dass sie mehr mitdenken. Ja gut, das war nichts. Voll oft, wenn ich mit dem Torwart den Ball habe, verkacke ich das Ganze. Richtig oft. Also das glaubt ihr gar nicht, wie oft dem so ist. Das war ein doofe Situation, um den Lauf zu spielen. Hätte mir eigentlich klar sein müssen. Shark, jetzt reicht's ihm aber. Der Ego-Tripper vor dem Herrn. Nee, eigentlich ist er das nicht. Obwohl er es auch kann. Ne? Er kann Ego-Trips. Ne? Das ist ganz klar. Oh oh, die war zu weit, glaube ich. Nein, war nicht. Es ging sogar. Na, war eigentlich schon zu weit. Aber ich habe einen Wurf. Und? Ui. Ui. Die ist mir relativ gut gelungen. Dafür, dass... Naja. So, komm, den darf Tan auch noch machen. Shark hatte heute noch nicht so seine Momente, wie ich sie mag. Und was ich da jetzt für einen Trick gemacht habe, weiß ich auch nicht. Und vor allem wie. Okay, wie viel die Minute haben wir schon? Paar 70. Das ist ja unfassbar. Es geht ja hier rasend voran, geht das hier. So, Tiny Ball, du hast mir heute noch so ein bisschen gefehlt, irgendwie. Also, das war schon mal besser. Muss ich sagen. Na, Moment. Danner. Oder ist Addis? Ne, Addis ist noch fit. Addis ist noch richtig fit. Ich nehme seit langer Zeit mal wieder Warshot, glaube ich, rein. In den Sturm. Und Paul Giso wird den Rest erledigen auf der... Ja, komm, der kommt statt Tiny Ball. Tiny Ball, der hat heute nicht seinen Tag. Das muss man dann akzeptieren. Obwohl ich vielleicht lieber Tan hätte rausgenommen, aber... Na, der kann auch mal ein bisschen mehr spielen als andere. Seine Ausdauer ist jetzt zwar nicht die allerbeste, muss man natürlich sagen, aber... Es geht schon. Muss ja auch viel laufen im Zentralen. Ach ja. Geht drauf! Ui. Das war jetzt doch nochmal gefährlich. Und da wollte ich wieder das alles zu schnell machen. Das ist wieder typisch. Storm jetzt den Turbo. Ah, verdammt. Wer war das eigentlich? Auf der Seite. Einer von den Eingewechselten, glaube ich, ne? Tube müsste es sein. Hab mich gerade gewundert.
Und Giso war es gerade auch, glaube ich. Aber haben wir überhaupt schon gewechselt? Und wieso ist eigentlich die ganze Zeit... Ne, das war Tube. Okay, wir haben schon gewechselt. Komm, jetzt renn einfach über die rechte Seite. Scheiß doch drauf. Boah. Also die meisten Torschüsse hat er auf jeden Fall heute. Ah, ich dachte schon, Shark wäre heute nicht so richtig dazugekommen. Jetzt fällt... Ja. Das war... Ein schönes Tor eigentlich. Aber Spieler des Spiels wird er trotzdem nicht, glaube ich. So, ich hatte alle meine Wechsel verbraucht, ne? Ja. Mike, geh einfach drauf. Na, vielleicht ist da dann tatsächlich besser, in den Lauf zu spielen. Aber ich habe manchmal so ein bisschen Angst davor, dass ich dann... dass die dann komplett falsch ankommen. Komm, Ego-Trip von Shark. Und keiner auf ihn aufpasst, warum nicht? Zack. Und Nummer 3. Ja, die haben ihn aber auch nicht gedeckt. Das tut mir leid. Schaut euch das an, wie frei er ist. Da geht keiner drauf. Dann kann man einfach mal drauf dreschen. Aber er hat lange nicht mehr in seine Lieblingsecke getroffen, und zwar oben links, oben rechts, meine ich. Oben links, ja gut, das war jetzt mehr so Mitte links, glaube ich. Oder? Weiß nicht. Washout, komm. Ah. Ist nicht mehr der jüngste, beste. Weil die Fehlpassquote war heute wieder mal absolut viel zu hoch. Ist natürlich auch so ein bisschen so ein... Wie spielt... 9,7, ach du Scheiße. Wieso ist der so gut? Und Gitano 8,6. Unfassbar. Paul Giso, oh, mit der absolut schlechtesten Wertung, die ich jemals hatte, glaube ich. Was war denn eigentlich mit Shark? 3 Tore, okay. Torvorlage. Hat er auch eine? Kann ich mich gar nicht erinnern. Na, gut. Dings und Dings. Torvorlagen hat Tan auch keine, okay. Torvorlagen hat sonst Hawkins und Acer jeweils noch eine. Bis aufs Tor haben die keinen. Tan hat 5. 3 von 5. Dann haben wir erfolgreiche Pässe. Dribblings. Ui, unfassbar, wie gut Shark der insgesamt ist. Hätte natürlich noch ein Stück besser sein können. Naja. Ja, so viel dazu. Also, das ist auf jeden Fall jetzt meine Mannschaft gewesen: Seranien. Vielleicht hat es euch schon mal gefallen jetzt hier. Im nächsten Part werde ich was anderes machen. Glaube ich, oder? Oder wollen wir es einfach ganz als ein Video machen, so weiterhin? Weil, habe jetzt keine Lust, einen neuen Part anzufangen. Ist doch auch Schwachsinn. Jetzt spiele ich nämlich mal mit meiner japanischen Lieblingsmannschaft, die ich mir auch runtergeladen habe. Gegen... Sind Frecke, also 3 coole Pfeile. Oder gegen den Nachbarn Omija Adija. Ne, Omija Adija, so rum. Das dritte Trikot mag ich übrigens sehr. Aber es war eigentlich noch ein bisschen türkiser. Das ist einfach, mal das gleiche. Na egal. Ja, warum nicht? Spielen wir einfach mal mit der Standardaufstellung. Dann geht das. Schon. Jetzt werde ich auch zeigen, dass ich auch sowas drauf habe, beziehungsweise nichts drauf habe. wohin da? Jawohl. Nein. Jawohl. Nein. 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 Ja. Nein.
Sah aber knapp aus, kurzzeitig. Nein. Jawohl. Ja. Nein. Nein. War es das schon? Naja, immerhin. Es hat nicht ganz gereicht. Okay, Shinzo Koroki geht einfach mal drauf. Sind auch ein bisschen besser, als sie eigentlich wären, glaube ich. Aber die sind schon nicht so gut, dass ich sagen würde, die sind echt klasse Weltklasse-Spieler oder so. Auch hier jetzt in FIFA nicht, also da fehlt... Ah, scheiße. Ja, da habe ich jetzt wieder mal die Zweikampfstärke nicht beachtet, die hier jetzt natürlich deutlich geringer ist. Jetzt muss man mehr so Standfußball spielen teilweise. Was? Ich? Was? Was habe ich denn gemacht? Nix. Dummer Schiedsrichter, ey. Gibt der jetzt bei jedem Scheiße gelbe Karte oder was? Ist ja totaler Schwachsinn. Depp. Für wen hält der sich, ey? Unfassbar. Kann er jetzt auch gleich Elfmeter geben oder was? Nee, macht er nicht. Mistkerle. Ist bestimmt so eingestellt, dass es für das erste Foul immer... Was? Es war noch nicht aus? Sah für mich aber sehr nach aus aus. Aber gut, die, das ist die J-League, die können sich nichts Besseres leisten, ne? Suzuki kommt nicht mehr dran, schade. Foul an mir hoffentlich, oder? Am besten gleich rot. Ach, abseits. Das finde ich immer so cool, wenn es so weit abseits ist, dass man nicht mehr sieht, wo der Annehmer steht. Die Aufstellung ist natürlich offensiv eingestellt eher. Aber... Boah, lieber mal erst mal ins Ausgehen. Na, sü. Einen von denen haben wir jetzt auch verpflichtet, glaube ich. Von den Omiyas. Welche ja auch aus Saitama kommen, ist ja klar. Weiß man ja. Hashibagi mit einer lausigen... Ah, wollte auch nicht. Aber Hirakawa mit einer Hereingabe, die sich nicht gewaschen hat. Nein! Schade. Also meine besten Spieler, um das mal so zu sagen, die haben, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel haben die? Meine besten Spieler müssen ein paar 70 haben, ne? Ja, 72, 71. Na, vielleicht kommt das doch hin. Weil die sind teilweise schon in den Nationalkader gewesen. Und Shinzo Koroki! Das war zwar wieder mal ein Schuss aus einer unmöglichen Distanz, beziehungsweise unmöglichen Position. Aber Shinzo Koroki... Schreckt nicht davor zurück. Er ist ja eigentlich auch schon viel zu alt. Ah. Nichts gibt's. So. Jedenfalls finde ich gut, dass man sich auch so Turniere runterladen kann. Mit ganzen, ja. Also die kann man dann natürlich auch als Turnier spielen. Ui, da hat Kato uns nochmal kurz gerettet, aber... So darf es natürlich nicht weitergehen. Ich bin hier auch nicht mehr Seranien oder so, die sich alles erlauben können, ne? Ist ja ganz klar. Ugaijin, mach mal hin. Ja, doch, das hat er ganz gut hinbekommen.
Okay. Ich hau einfach mal drauf. War natürlich klar, dass das nicht so klappen kann. Gerade in diesem Spiel ist man nämlich im Rennen auch eher so besser im Schießen, als wenn man es so zurücklegt. In Dream League Soccer ist Zurücklegen ganz gut. Das war ganz am Anfang hier von eine ziemliche Ungewöhnung für mich. Und Ogaijin, hau einfach drauf. Naja, so gut ist er dann doch nicht. Gerade Ogaijin nicht. Ogaijin ist einer der schlechtesten Spieler, wie ich finde. Ups, da wollte ich eigentlich gar nicht hinspielen, zu Ogaijin. Ich kann ihn nämlich nicht leiden. Ne, klar kann ich ihn leiden, aber... wie gesagt, einer der schlechteren Spieler. Nein! Na so, was hast du getan? Ja, ich wollte so ein bisschen wieder komische Tricktasten ausprobieren. Das ist nämlich machbar. Moment. Moment mal, ich zeig's euch kurz. Warte. Ungefähr so geht das. Aber das habe ich auch noch nicht drauf. Vor allem, weil mein rechter Stick nicht funktioniert. Auf dem Controller. Das, also irgendwie, der passt nicht mit FIFA zusammen. Ich finde das ein bisschen scheiße. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Die Rakaba drauf. Na. Ups. Ja, das war blöd. Abel, was machst du so weit vorne? Geh wieder zurück. Stimmt, in Japan haben die Torhüter auch oft hier die Angewohnheit, gerade in diesem... Ja, zumindest in den hier erstellten Mannschaften. Ist unfassbar, dass sie immer sehr oft drauf geht. Ah, Novakovic, habt ihr gesehen? Der spielt nämlich bei den anderen. Schuss aufs Tor, 1-4, naja. Ich denke, damit kann ich leben. Aber mit der gelben Karte bin ich nach wie vor unzufrieden. Also das ist eine Beleidigung. Und das ist... Ja... Gerade gegen Kashiwagi. Also der, ich meine, der hat schon mal eine Ecke direkt verwandelt, hallo? Das ist nicht in FIFA gewesen. Zack, da habt das. Genki Haraguchi. Wenn ich Ego-Trips brauche, dann kann ich die auch relativ gut machen. Also so ist es nicht, dass ich hier versagen würde. Können wir bitte nochmal ganz sehen? Genau, hier habe ich den ersten aussteigen lassen. Haha. Das mag ich nämlich immer gerne, wenn ich hier so den Ball, eigentlich gerade wenn man da in der so einer Phase des gegnerischen Aufbauspiels einen Ballgewinn verzeichnen kann, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Kashiwagi geht drauf! Jawohl, du auch. Komm. Na, das ist natürlich dann schwierig. Also, ist klar, das war jetzt gerade natürlich auch ein bisschen Glück gewesen. Und so oft wird mir das aber nicht mehr passieren, dass ich einfach so einen Ego-Trip-Konter laufen lassen kann. Und das klappt dann einfach. Nein, nein. Ups. Naja, gut, das ist ein bisschen weit. Aber wo ich gerade die Gelegenheit habe, ne, Hirakawa geht's gut, okay. Hirakawa hätte ich nämlich gerne ausgewechselt. Für Marcio Richardes. Einen in meinen Augen viel besseren Spieler. Einen älteren Brasilianer, der irgendwie verdammt schnell ist. Und ich weiß nicht, ob die Spieler das irgendwie falsch, oder woher die Spieler das wissen. Aber der ist echt verdammt. Also, ne, also sowohl in Dream League Soccer und so weiter, als auch hier, ist er sehr schnell eingestuft worden. Deswegen glaube ich, dass er auch für den echten, als echter Spieler sehr schnell ist. Obwohl das natürlich jetzt hier nur so
Ja, aber ich würde es einfach sagen, weil es eben doppelt vorkam. Egal. ich nehme tatsächlich jetzt mal Hirakawa raus. Ugaijin werde ich auch noch auswechseln wahrscheinlich. Oder irgendjemanden in der Mitte für Umezaki. Ja, warum eigentlich nicht Abe von Umezaki? Umezaki ist auch schön schnell. Zumindest ins FIFA. Wie es bei ihm dann ist, das weiß ich auch nicht. Ja. Ja, stoppt ihr ihn mal irgendwie? Das ist natürlich der linke Fuß. Das habe ich mir in der Blitzsekunde auch kurz gedacht. Ist der linke Fuß natürlich sehr hilfreich von ihm. Naja. Hauptsache, das wird hier ein deutlicher Sieg doch noch. Dann bin ich locker so zufrieden, wie es ist. Okay. Und was ich auch gerne mache, ist folgendes. Ah, verdammt, das hat so nicht geklappt. Ja, ich gebe gerne meinen Ball ab und der Gegner darf ihn dann behalten. Wunderbar. So, jetzt geh doch drauf. Geh doch drauf. Geh doch drauf. Okay. Ja, das war wieder dumm. Das war wieder dumm. Das war wieder so ein bisschen dumm. Aber das ist ja auch so ein bisschen typisch Urawa, dass sie leichte Bälle hergeben. Keine Ahnung. Ich habe leider noch nie ein ganzes Spiel anschauen können, weil es da keine... Nix gibt's! Abseits wahrscheinlich, ne? Ja. Weil es da keine Livestreams im Internet zu gibt. Naja. Und ich meine, Sky überträgt das auch nicht, das ist auch klar. Oder was heißt klar? Es wäre cool, wenn die das übertragen würden. Und eigentlich auch total berechtigt. Ich meine, das ist die wahrscheinlich erfolgversprechendste Liga der nächsten Jahre. Ah! Verdammt! Schade, Richardes. Hätt's ihm gegönnt. Verdammt knapp. Aber ihr seht schon, mit dem kann man auch ordentlich Dampf machen auf der Seite. Eigentlich könnte ich auch gleich Ugaijin einwechseln für unseren Linksfuß. Obwohl, ne, der schießt immer Ecken. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee wäre. Na, ah, den hat er leider abgewehrt. Ich mache natürlich auch dicht auf der rechten Seite, ne? Irgendwie. Ich soll es nicht zu sehr probieren. Irgendwie. Geh einfach drauf, Richardes. Na. Auf geht's, Richardes! Yay! Ja, irgendwie habe ich da wieder mal versucht, ein paar Trickknöpfe auszutesten, die nicht funktioniert haben. Andernfalls hätte es bestimmt cool ausgesehen. Auch wenn es total unnötige Tricks gewesen wären. Ups, ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich zustellen, habe dann auf Schießen gedrückt. Naja. Okay, haben wir noch irgendwen, der ausgewechselt wird? Okay, Kuroki wird rausgehen. Und für ihn kommt angekündigt Umezaki. Kuroki ist ja auch schon alt. Da kann er das mal. Kann er sich mal auswechseln lassen. Ist ja auch in Ordnung. Nimmt mir mal keiner übel. Haraguchi. Hey, Arschgesicht. Klares Foul. Rot, gib rot. Rot. Ja, guck hier, das geht, das kann er nicht bringen. Okay, Schützewechsel, Moment. Kashiwagi. Der kann das.
eigentlich. War nix. Und... Nein! Ach, verdammt! Spinnst du? Was denn? Was will der? Für das Abseits muss man doch nie im Leben Geld geben. Spinnst du? Boah, der weiß echt nicht, wann Schluss ist, der Schiri. Den werde ich noch versuchen umzugrätschen. Was natürlich schwer wird, weil es ein Schiri ist, aber... Moment, 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 Moment. Na, verdammt. Sind alle zu nah am Ball. Nein, nein! Was für eine Scheiße! Was soll das denn? Ach, verdammt! Komm, ab geht's. Mit der Post. Kutsche. Was war das denn jetzt schon wieder? Lächerlich gerade vom Schiri, ey. Für wen hält der sich? Scheiß Praktikant. Wahrscheinlich auch noch ein Student. Studentenpraktikant. Zäh. Also dieses Gegentor war ein bisschen... Naja. Haguchi hat noch eine gute Bewertung bekommen. Kuroki hat eine Scheißbewertung bekommen. Warum? Kashiwagi und Haraguchi. Ja, dann... Aber die gelben Karten so unverdient. Da, also da hat man schon ein bisschen gesehen, dass der Schiri so leicht bestochen war. Naja. Natürlich nicht, aber... Ich weiß ja nicht. Ich würde gerne zum Abschluss, ich weiß ja nicht, ob da irgendwie Interesse besteht, das zu sehen. Wahrscheinlich nicht. Nochmal kurz eine Runde spielen mit Seranin und dann sagen... Und dann mich verabschieden dabei. Einfach nochmal mit anderen Leuten im Kader. Wir spielen mal gegen Japan. Japan ist eine tolle Mannschaft. Ich mag Japan. Ach du Scheiße, ist das echt das Auswärtstrikot von Japan? Sieht eher so nach Torwart aus. Wir lassen heute mal, obwohl, nee, Klaus spielt immer, komm. Das ist ein so konstanter Torwart, der spielt durchgängig. Hawkins, wieso nur 95? Das ist doch wenig. Na, statt Hawkins habe ich eh keine Alternative irgendwie. Der spielt ja immer. Der verletzt sich ja auch nie. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie bedauern würde oder so. Ist schon ganz gut so. Aber naja. Gut. Warshot spielt heute nicht. Der kommt raus. Stattdessen Tube auf die Bank wieder. Und Helm für, für Iceman. Okay. Ich werde einmal heute Shark tatsächlich einwechseln. Wieso hat der eigentlich nur 92? Spinnt ihr? Shark, 92, das ist eine... Das ist eine Beleidigung gegenüber von ihm. Also das, da würde ich mir mal nicht so viel herausnehmen, Freunde der Sonne. Hui, irgendwie habe ich es geschafft. Das ist schwierig. Moment, das geht aber auch irgendwie. Na, Moment. Gerade habe ich irgendwie einen coolen Trick gemacht. Moment. Hey.
Interessant, was ich so alles drauf habe. Beziehungsweise nicht drauf habe. Ah! Tada! Wenn das mal nichts ist. Ah. Mist. Mist, zu hoch. Letzter Versuch. Ach. Komm, das kriegen wir noch hin. Ich weiß jetzt, wie man lupft. Irgendwie. Na, das war zu knapp. Und na. Ah. Jawohl. Ja, jetzt. Ah, ich habe Bronze. Sehr schön. Ah. Wer hat's geschafft? Ich hab's geschafft. Ta-da-da-da-da-da-da. Egal. Heute mal mit ganz anderer Aufstellung. Oder sagen wir nicht so viel anders, aber mit ein paar kleineren Unterschieden. Oh, und ich habe gar keinen, den ich einspringen lassen könnte, wenn Storm sich verletzt oder sonst was. Beziehungsweise wenn ich Storm auswechseln will. Das habe ich nämlich eigentlich vor. Na egal, ich werde schon auf eine gute Idee kommen. Ja, ich kann da Jisoo hinstellen notfalls. Das ist schon in Ordnung. Ach, wieso kriegen die nie diesen hin? Das ist doch blöd. Oh, wieso geht der da mit dem Bein so gestreckt hin? Ich weiß ja nicht, ob das so glimpflich abgelaufen wäre, wenn der den gegnerischen Spieler getroffen hätte. Ui, ui, ui. Schöne Parade von Kawashima. Dem guten alten Eiji. Ja, ja. Oh. Ja, so weit sollte die eigentlich gar nicht gehen. Aber egal. Der muss ja auch erstmal wieder ins Spiel reinfinden, offenbar. Na, notfalls könnte ich James Matter spielen. Egal. Ja, ich habe mir gerade im Hinterkopf, im Seitenkopf, sagen wir mal, Gedanken gemacht. Hey, da haben wir Hasebe gehabt. Ich mag Hasebe. Obwohl, ich mag eigentlich alle Japaner, also ist das hier relativ egal. Ah, man kann ihn nicht von hinten umgrätschen, interessant. Jedenfalls im Hinterseitenkopf, Vorderkopf, habe ich mir gerade gedacht, oder überlegt, wie ich auswechseln werde. Was ja jetzt überhaupt noch keine Rolle spielt, aber ich mache sowas gerne voraus, bevor ich mir dann den Kopf zerbreche. Oh, oh, das war eine schlechte Grätsche. Oh, oh, das war eine schlechte Grätsche. Dann habe ich Glück, dass Shinji da so ein bisschen verzogen hat. Oder wer war das? Havener? Havener, Mike Havener ist auch so ein wunderschöner Name für einen Japaner, oder? Nicht irgendwie Matsuroshi Morishige oder so, sondern Mike Havener. Hm. Ah, ich weiß gar nicht, warum die so weit machen. Ich drücke nur ganz kurz. Aber irgendwie... Hm. Da wollte ich eigentlich auch gerade schon hinwechseln, den Spieler, aber... Egal. Hat er aber nicht gemacht, irgendwie. Ja, irgendwie ist keiner da gerade. Und müsste abseits sein, oder? Ja. Hm. Naja. Ah, schade. Da hätte ich vielleicht noch einmal mitlaufen müssen mit dem Ball. Hey, das ist ja Atsuto gewesen. Von den Blauen.
Makoto, führ mich nicht an der Nase herum. Ah, da war ja Keisuke. Ich finde das so eine große Umstellung, dass Keisuke plötzlich Keisuke ausgesprochen wird. Ich meine, oh, was heißt hier plötzlich? Aber ich spreche es ab jetzt immer so aus, weil ich ja korrekter Japaner werden will. Der alles richtig aussprechen kann. Ah, Moment. Jetzt weniger reden, mehr tun. Keisuke, gib den Ball her. Anderer Kerl, den Namen eines Autos hat. Ne, keine Ahnung. Ja, Honda, Suzuki hatte Urawa ja noch. Von daher. Und Urawa wird natürlich, beziehungsweise der Hauptsponsor und Gründer der, des Vereins ist ja immer noch Mitsubishi. Von daher. Da habe ich aber, habe ich da schon einen Spieler gesehen? Das weiß ich nicht so genau. Naja. Da hat Keisuke sich so ein bisschen hingelegt. Ja, den hätte er auch auf zwei anderen Spielern noch ablegen können. Das heißt, dieser Angriff war relativ übermächtig. Aber jetzt möchte ich mal einen schöner herausgespielten Angriff haben. Hey. Grätsche da erstmal nochmal und krieg den Ball irgendwie. Unfassbar ist das. Unfassbar. Ist ja nicht haltbar. Okay, wir fangen mit dem Torwart an, okay? Und jetzt werde ich es relativ schnell nach vorne spielen. Ah, scheiße. Na, vielleicht fangen wir einfach nicht ganz mit dem Torwart an, aber schon so ein bisschen. Mist. Was mache ich denn hier? Bin ganz und gar nicht zufrieden mit meinem Team. War nicht. Er doch nicht. Das war doch nicht Hawkins, der im Abseits war, oder? Ach, da bin ich gerade wieder zurück. Schaut doch mal. Das muss man nicht pfeifen. Bin ich immer noch für, dass manchmal der Schiri nicht Abseits pfeifen soll. Also Kawashima geht sehr gerne, gibt sehr gerne den kurzen Pass. Interessant zu wissen. Was denn? Was denn? Abseits? Er wurde geschubst. Oh. okay. Freunde, Freunde, euch fehlt ein bisschen das Ballgefühl gerade. Man muss ja sogar Jisoo hier noch eingreifen. Ist ja unfassbar, unfassbar. Lausig, wie wir uns hier abfrühstücken lassen. Die Halbzeitnoten werden nicht gut ausfallen, das kann ich euch sagen. Okay, wir bauen erstmal wieder Stabilität auf, indem ich einen weiten Abschlag mache, jawohl. Ah, boah, da ist er fast dran. Das wäre was gewesen. Okay, seine Halbzeitnote wäre gut, glaube ich, wenn es Halbzeitnoten gäbe. Ah! Sehr steil, aber kommt nicht an. Ja, das ist natürlich so ein bisschen meine Spielart, weswegen meine Spieler nie so Power-Noten kriegen werden. Dass ich auch ein bisschen so auf, weil ich sowieso den Ball schnell wieder erkämpfen kann. Und ist der? Ist nicht, okay. Schön. Jawohl. Und Jitan, der einen weiteren Abstauber macht. Hat er schon einen gemacht? Egal. Hier ist es ein weiterer. Irgendjemand muss auch immer abstauben, ne? Ich meine, ist ja nicht so, als ob irgendwie die Putzfrau den ganzen Quatsch allein machen darf, ne? Hahaha, okay. Nächste Halbzeit wird besser. 2 zu 0 zur Halbzeit, das ist nicht gut. Und überhaupt nicht tragbar. Wir machen jetzt mal eine andere Spielweise. Eher so Bayern-Scheiße. Dass die Zuschauer sich schon langweilen. Weil da muss ich jetzt langsam an den Ball wieder gewinnen.
Weil ohne Ballbesitz geht das Ganze nicht. Dim, dim, dim. Wir spielen hier hinten rum. Wir spielen wieder da lang. Wir spielen da lang. Wir spielen da lang. Wir spielen. Ah, verdammt. Wieso bist du nicht da und gehst zum Ball hin? Arschgesicht. Und man sieht, selbst meine Mannschaft ist zu schlecht für diese Taktik. Das ist ärgerlich. Freunde der Sonne, so kann das nicht weitergehen. Oh, was war das denn? Oh Mann, irgendwie bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Es müsste besser laufen. Es ist doch nur Japan, der Gegner. Ich meine, ich bitte euch. Okay, die haben sich natürlich auch als erste aller von allen Mannschaften für die WM qualifiziert, aber sogar schneller als Deutschland. Das soll was heißen. Deutschland hat nämlich nur einen Unentschieden und sonst alles gewonnen. Und in dem Unentschieden, dieses legendäre 4:4, da war ich im Stadion. Unfassbar, oder? Unfassbar. Okay. Naja. Das war mal ein sehr schön anzusehendes Fußballspiel, muss ich sagen. Das letzte Fußballspiel, wo ich im Stadion war, das war Dortmund-Hannover in der Hinrunde dieser Saison. Und das war nicht ganz so schön anzusehen. Weil da, ja, das war eines der wenigen Siege, wo sie absolut grottig gespielt haben. Naja, ich denke, damit kannst du irgendwo beim Supertalent oder so auftreten mit diesem Freistoß, aber gegen Jack Claw wirst du damit nicht ankommen. Und da haben wir Julian Storm. Und jetzt wird es ganz schnell gehen. Und wieder habe ich irgendwelche sinnlosen Knöpfe gedrückt, die nichts bewirkt haben. Das ärgert mich. Wieso kann sowas nicht mal was bewirken? Ah, verstehe. So kann ich irgendwie den Ball abstürmen, aber naja, egal. Ich bleib bei meiner als bewährten Spielweise, die immer gut funktioniert hat. Das wäre es gewesen, wenn dieser Japaner jetzt das Kopfballtor erzielt hätte. Aber egal. Ich denke ich mal, Havana wird ausgewechselt. So sieht er also aus. Interessant. Ich bin ein bisschen angepisst gerade. Deswegen wird jetzt Tan einfach mal für Jisoo dahingestellt. Jisoo auf die. Oh, Moment mal. Auf die Seite, genau. Tiny Ball ist hinten. Tan ist da. Storm ist da. Okay. Einfach mal kurz so durchrotiert. Und das ist natürlich noch nicht alles. Und deswegen kommt Dan Stark auch rein. Ach, der war ja bisher noch gar nicht drin. Das ist ja interessant. Für. Genau, wir machen einfach doppelt Offensivwechsel. Oder nee, ich hab Dings weggetan, ne? Ah, scheiß drauf. Stark auf der falschen Seite gerade. Moment. Gefällt mir nicht. Ist auch besser. Okay. Ja, scheiß auf den Wechsel. Jetzt geht's ab. Yes! Total falsch! Total falsch, du Vollidiot! Die müssen natürlich auch erstmal mit ihren neuen Positionen klarkommen, aber bei Seranien, ne, der besten Mannschaft der Welt, da darf das doch nicht so lang dauern. Da muss das schon ein bisschen flotter gehen, Freunde. Also. Wo sind wir denn hier? Hey! Nicht so ein Kuddelmuddel hier. Bitte. Ja. Egal. Wow, was für ein geiler Kopfball von Kazuka gegen seinen Landsmann. Oh, wobei, eigentlich sind ja alle Seranier, die sind ja alle eingebürgert worden in dieses legendäre, sagenumhüllte Land.
wo die Spieler so gut sind, dass sie noch nicht mal, also die werden quasi von der Weltregierung, welche ja eigentlich auch wirklich real ist, das ist schon ganz richtig in One Piece, da werden sie geheim gehalten von, genau. Weil sie so guten Fußball spielen, das ist unfassbar, oder? Unfassbar ist irgendwie eins meiner Lieblingswörter geworden, habe ich das Gefühl. Was ist hier los? Jisoo, hau den einfach mal ganz weit nach vorne. Ja, das kann er, unser Paul. Tiny Ball, den hättest du besser nehmen können. Das weißt du auch. Und Hawkins, den hättest du besser machen können. Das weißt du auch. Oh, 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 oh. Pass bloß auf. Das kann doch so nicht sein. Wieso steht da nie einer, wenn ich da hinspiele? Bei mir muss immer da einer stehen, wo ich hinspiele. Sonst ärgere ich mich über alles. Ja, ja. Komm, Storm, leg ab auf Shark und dann haben wir hier den nächsten. Zack. Dann macht er ihn hier. Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Ach, verdammt. Ich finde unfassbar, warum der. Ja, unfassbar, finde ich. Dass er so einen großen Mund hat irgendwie in diesem Spiel. Schauen wir mal, wie fängt das Ganze an? Okay, hier hat er, zack, dann hier Ballgewinn durch Rick Ace. Dann hier, schön gespielt, dann auf Storm. Er legt einfach ab auf Shark und Shark zieht da unten rein. Ja. Wahrscheinlich schaut eh keiner mehr zu. Ja, es gibt bestimmt irgendwelche Fußballspielinteressierten, die hier gerade das Interesse absolut da haben. Ich weiß nicht, schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr noch zuschaut. Irgendwie hat er gerade einen komischen Trick gemacht. Moment, schauen wir mal den an. Na, verdammt. Ich sollte aufhören, irgendwelche dummen Tricks zu machen. Dann müsste ich mich auch hinterher nicht über die Bewertung aufregen. Okay, wir machen auch nochmal einen Wechsel. Nicht nur Kiyotake geht raus oder wer auch immer das war. Okay. Jitan ist erschöpft. Das ist schön. Duke kommt rein. Habe ich auch einen, der einwerfen kann. Und zwar nicht zu knapp. Helm geht rein für Danner. Eddies kann dann eigentlich auch noch links. Und das war's, glaube ich, auch, ne? Mehr kann ich gar nicht wechseln. Ja. Okay. Und jetzt möchte ich nochmal, dass so richtig Druck ausgeübt wird. Ja, geh doch raus. Tiny Ball, ey. Ne, Danner war es, Quatsch. Ich dachte schon, warum hat der plötzlich einen Bart? Okay. kann ich irgendwie. Na egal. Komm, enttäuscht mich nicht. Ich will noch ein verdammtes Tor sehen. Noch ein Tor. Komm, es kann nicht so schwer sein. Mach den Einzel. Ego-Trip. Ach was, Ego-Trip einzeln. Ist wieder unfassbar, ja. Nein, du darfst ihn nicht. Nein. Nein. Ja, die Fans pfeifen auch schon. Liegt aber eher daran, dass ihre Mannschaft angeblich zu Unrecht verloren hat. Naja. Oh, lausige Bewertungen wieder, oder? Aber Tan hat eine gute Bewertung gehabt. Naja, 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 ja, ja. Wir gehen mal dann hier raus und ich würde sagen, oh ja, ich krieg weiter EP und steigt ein Level auf, das ist cool. Jedenfalls bis dann, ciao, euer Lanzizoro, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht oder ihr habt überhaupt zugeschaut, tschüss.